Weihnachten steht vor der Tür und damit auch das Jahresende, aber auch das Ende des Bullenmarktes. Das wollen wir uns mal angucken mit Blick auf den Chart. Es ist spannend aktuell, deshalb lasst uns mal schauen, wie die Situation dort von der Wahrscheinlichkeit aussieht und wie wir als Händler damit umgehen können. Schauen wir dazu mal auf den DAX, der ist ja tapfer gelaufen, aber natürlich auch auf die amerikanischen Indizes, denn auch die haben ja einen ziemlich deutlichen Schub nach oben erlebt. Allerdings jetzt so im Hintergrund kann man schon ein bisschen im kleinen Chart zumindest erkennen, erahnen, dass da vielleicht sich was ändert. Aber was erzähle ich? Lass es uns am Chart angucken, denn da sieht man das unter Umständen viel genauer. Lasst uns dazu mit dem DAX ruhig mal anfangen, denn der hat eigentlich einen relativ starken Anstieg. Jetzt zum Schluss noch mal gesehen, wir sehen das hier im Tageschart, dass er einfach den Hals nicht vollkriegen kann. Also nach dieser Korrektur hier ging es ja schon relativ gut los. Dann haben wir hier so ein bisschen was, wo ich noch nicht so sicher bin, was das sein soll. Und dann haben wir den nächsten Anstieg. Also das gucken wir uns auf dem Stundenchart an und dann sehen wir, ey, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also das hintere Ende doch hier ebenfalls. Ich bin gar nicht ganz sicher, wie wir das hier aufteilen sollen. Es ist durchaus denkbar, dass wir sogar noch ein klein bisschen erst nach oben gehen und dann das Ganze erst zum Abschluss dann kommt. Also, beste Voraussetzung. Ja, in der Tat, sowas ist ein absolut bullischer Markt. Und ihr wisst, ich habe lange darauf gewartet, dass dieser Rücksetzer hier nochmal kommt. Aber er wird weniger wahrscheinlich. Denn je mehr der Markt jetzt hier auch mit Dynamik nach oben geht, desto fragwürdiger ist das Ganze. Allerdings ist er noch nicht gänzlich vom Tisch. Die Chancen dafür sind immer noch da. Allerdings lassen sie ein wenig nach. Warum? Das Argument des Rücksetzers, das ist natürlich nach wie vor das gleiche. Allerdings ist es so, dass wir unter Umständen damit das hier als doch eine Korrektur jetzt hier dann schon abklassifizieren, die sehr klein ist, sehr harmlos ausgefallen ist. Nicht unbedingt von der Länge, das hat sich ja doch eine Weile dann verschleppt, aber von der Höhe, das ist nicht so besonders groß. Und wir wissen ja, diese Spanne, die sollte typischerweise ein bisschen größer sein. Wenn es zumindest mal normal zugeht, ist das klassisch. In dem Zusammenhang werde ich häufig gefragt, ja, wenn es normal zugeht, aber ist dieses Jahr dann normal? Vorsichtig, das ist eine falsche Herangehensweise. Ja, dieses Jahr ist eigentlich normal, was die Börsenbewegung angeht, gar nicht so abstrus oder abwegig, wie viele das dem Markt eigentlich zutrauen oder eben sagen, das ist doch jetzt komplett alles ganz anders. Nein, wenn ich ehrlich bin, es hält sich regelkonform. Aber nicht immer passiert das, was am wahrscheinlichsten ist. Das ist nicht jetzt eine Besonderheit im aktuellen Markt, sondern das ist regelmäßig. Ein Bild dazu, was ich neulich mal verwendet habe, ist, wenn ihr einen Würfel werft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es kein Fünfer wird. Nämlich 5 von 6 Ereignissen wären dann, dass es kein Fünfer wird. Ist es also jetzt sehr eigenartig, eine ganz besondere Situation, wenn es doch ein Fünfer wird? Nein, ist es nicht. Damit kann man rechnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Für uns als Händler würde das nichts anderes bedeuten, als jetzt auf das nächste wird eine 5 zu setzen, ist natürlich nicht besonders clever. Aber zu sagen, na, eine 5 kann eigentlich nicht sein, das ist völlig abnormal, das geht nicht, ja, das wäre ebenso wenig realistisch. Also wir wissen, als Händler sollten wir uns auf die sinnvollen Wahrscheinlichkeiten, auf die hohen Wahrscheinlichkeiten konzentrieren, was die Trade-Ausprägung angeht, aber auf der Absicherungsseite natürlich auch die niedrigen Wahrscheinlichkeiten, nämlich die Möglichkeiten, mit ins Kalkül ziehen. So, also, was heißt das jetzt konkret hier für uns? Der DAX aktuell auf dem Weg nach oben, ein Rücksetzer grundsätzlich nach wie vor natürlich nicht von der Hand zu weisen. Allerdings, im Moment lässt sich das hier noch nicht ablesen. Ich würde meine Zeichnung so langsam, aber sicher sogar nochmal auf eine andere Ebene bringen. Das heißt, ich würde vielleicht sogar den gesamten Anstieg, vielleicht kommt das Hoch ja noch ein bisschen höher. Das heißt, die Rücksetzerniveaus, die ziehen ein bisschen nach. Also es geht dann nicht mehr unbedingt bis 12.500, sondern normale Rücksetzer müssten dann irgendwie so ungefähr bis in diese Ebene dann hier in etwa reingehen. Also leicht versetzt nach oben gegenüber vorher, weil der Markt ja eben auch ein bisschen weiter gestiegen ist. Wo das noch genau liegt, das ist noch nicht klar. Aber wir müssen damit rechnen, dass eben so eine Zone hier absolut noch erreicht ist. Also 13.000 wäre damit, oder erreichbar ist, das wäre absolut noch ein eine eher unausgeprägte Abwärtsbewegung hier, diese letzten Zwischentiefs, die wir jetzt hier haben.
Soll man sich darauf jetzt vorbereiten und schon short gehen? Nein, es gibt null Anzeichen. In diesem Moment gibt es keine echten Anzeichen für die Short-Seite beim DAX. Wir sehen, dass der Markt im Moment noch sehr dynamisch nach oben ist. Und jetzt wäre ebenfalls sehr realistisch, dass wir einfach hier so eine kleine Korrektur bekommen und dann nach oben weitergehen. Wieso das denn jetzt? Das ist ein bisschen was, gucken wir mal im großen Bild. Wie sieht so eine Trendbewegung aus? Vereinfacht gesprochen ja wie so eine Impulsbewegung, so mit eigentlich deutlich in eine Richtung. Zwischendurch gibt es mal Korrekturen, die sind weit voneinander entfernt. Dann gibt es mal eine etwas größere Korrektur und dann geht es wieder in die Richtung weiter. Das, was wir jetzt hier aktuell sehen, das könnte sowas hier sein. Und so ein Rücksetzer macht überhaupt nichts kaputt. Also, ich gucke nochmal im Stundenchart. Diese Bewegung hier, das ist realistisch, dass das ist, was wir jetzt hier haben. Das heißt, so ein kleiner Rücksetzer würde noch nichts kaputt machen. Erst wenn der Kurs mit Dynamik weiterfällt, dann wissen wir, dass wir wohl eher dann auf dieser Trichterebene sind, dass der Kurs nochmal in diesen mittleren Bereich. Ich mache mal ganz grob 12.500, vielleicht noch bis 13.000, irgendwie sowas in diese Richtung reinfällt, kann auch noch ein bisschen tiefer sein. Das ist jetzt eine vieles, kann so sein. Womit können wir oder wie können wir das rechtzeitig erkennen? Das ist auch eine relativ einfache Geschichte, denn wir wissen, dass Korrekturen klassischerweise oder idealerweise dreiwellig sind. Also ganz einfach so eine A, B, C. Das ist leider nicht immer so, aber es ist sehr häufig, dass der Markt so eine A, B, C-Bewegung eben macht in Gegentrendrichtung. Vorsichtig, das ist nicht immer so, aber auch das hier, das sind alles so Anzeichen, die dafür sprechen, dass das eine Gegentrendbewegung ist. Das Fiese ist, also das ist die Korrektur sozusagen. Die andere Richtung, also sprich die Shortseite in scharf, die sieht allerdings so aus. Wer jetzt ein bisschen aufpasst, der sieht, das kann man ja gar nicht vorher erkennen. Das ist völlig richtig. Ja, die sehen komplett gleich aus. Also so eine Korrektur, wie wir sie hier jetzt mehrfach haben quasi, die sieht im Prinzip genauso aus, wie das, was eine starke Abwärtsbewegung nachher ausmachen würde. Das, was wir hier haben, ist quasi die Abwärtsseite einer solchen Bewegung oder einer solchen Bewegung oder im Großen, im Wochenchart einer solchen Bewegung. Ja, also da ist kein wesentlicher Unterschied. Und deshalb ist es so wichtig, ihr erinnert euch vielleicht, ich rede ja immer wieder von einem Trigger. Das heißt nicht einfach, wenn sowas hier passiert, oh cool, das ist dieses Dreiwellige, hat er ja gesagt, dann gehe ich jetzt hier long. Sondern lasst euch das bestätigen, wenn der Markt nach oben wieder rausgeht. Lasst euch das bestätigen, wenn der Markt nach oben rausgeht. Nicht immer kann man das machen. Hier war wegen Gap das gar nicht möglich, das umzusetzen. Aber das ist dann die Bestätigung. Es ist also doch noch immer noch die Fortsetzung dieser Trendrichtung. Und ihr seht, dieser Trigger, der würde hier ja nicht erreicht, weil der Markt dann eben nach unten entfleucht und dementsprechend die Long-Seite gar nicht hier zur Geltung kommen lässt. Nutzt dieses Wissen, nutzt das und geht nicht einfach im Vorauseilen da schon mal in die eine Richtung dann rein, in dem Fall dann auf die Long-Seite, weil ihr sagt, oh cool, dreiwellig sieht das schon aus. Es kann sich nachher zu sowas hier eben entwickeln, aber wenn ihr abwartet, ob es nochmal getriggert wird, habt ihr eine Vielzahl, leider nicht alle Möglichkeiten, aber eine Vielzahl an Möglichkeiten zu scheitern, erstmal weg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr negative Trades macht, sinkt deutlich. Sie ist nicht komplett weg. Es gibt ein paar Verhaltensmuster, die ein bisschen eigenartig sind. Einige von euch, die ein bisschen länger schon mit dabei sind, die kennen das. Da macht der Kurs sowas. Das ist so eine typische, etwas größere Seitwärtskorrektur. Dann wird man hier sozusagen long getriggert. Aber all die anderen Fälle, die hat man schon mal ausgeklammert und nur die bleiben dann noch als Verlustmöglichkeit übrig und das erhöht die Chance des Gewinns enorm. Und dementsprechend ist das durchaus clever, hier auf diesen Trigger dann zu warten und sich das Ganze bestätigen zu lassen. Zusammengefasst kann man eigentlich hier beim DAX sagen, wenn wir jetzt hier auf der Abwärtsseite eine klassische A, B, C bekommen oder alternativ, was natürlich auch geht, irgendwas, was mehrfach dann wackelt, da kann man sagen, okay, das letzte Zwischenhoch wäre mein Trigger, geht er da drüber, dann gehe ich dann nochmal long. Die Alternative, beschleunigt der Markt jetzt seine Bewegung nach unten und wackelt umgekehrt nach oben, dann hat man die beste Voraussetzung, dass es eben nochmal nach unten geht. Und das hängt jetzt von der Größe ab.
Wenn der erste Teil der Bewegung schon sehr steil und schnell gelaufen ist und dann kommt so eine Korrektur, dann hat man eine Orientierung. Das, was wir hier vorne haben, das kriegen wir hier hinten nochmal. Es sieht dann also zusammen auch wieder so nach dem ABC aus und schon sind wir dann hier irgendwo in der Zone. Bekommen wir das nur im Kleinen? Ich mache das jetzt mal hier im 15-Minuten-Chart. Das ist natürlich auch denkbar, dass wir hier jetzt so eine Bewegung bekommen und dann sowas hier. Und dann bekommen wir auch hier das nochmal. Und dann ist das einfach die Korrektur dieses letzten Anstieges. Da kriegen wir hier die A, B, C und damit den nächsten Trigger für die Long-Seite. Es ist also per se eigentlich gar nicht so schwer. Leider macht der Markt das nicht immer schön. Aber für mich gilt da die Devise, wenn er schön macht, dann trade ich es. Wenn er es nicht schön macht, gucke ich mir einen anderen Markt an. Also nicht immer ist in jedem Markt das wunderschön erkennbar. Das Tolle ist, wenn es nicht gut erkennbar ist, greife ich auf einen anderen Markt zu. Das könnte zum Beispiel der amerikanische Markt sein. Lasst uns mal gemeinsam anschauen, was wir dort haben. Zum Beispiel beim YM, das ist der Dow Jones Future. Also bei den Amerikanern gucken wir uns jetzt die Future-Kontrakte an, das was dann 24 Stunden sozusagen läuft mit ganz kurzer Unterbrechung und mit Kontraktlaufzeit bis März. Wenn ihr mit dem CFD unterwegs seid, können die Werte ein bisschen abweichen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Achtet einfach auf diese Hoch- und Tiefpunkte hier. Dann könnt ihr euch daran orientieren und selber gegebenenfalls nachmessen. Hier ist das Bild noch nicht so deutlich. All das, was wir beim Dow Jones im Moment noch in der Aufwärtsseite haben, das, was ich hier eingekreist hatte, ist noch korrektiv. Warum ist es korrektiv? Weil nach wie vor wir hier viele Kursüberschneidungen haben. Und das ist genau nicht das, was toll aussieht, wenn wir eigentlich eine Haupttrendrichtung haben. Ja, also Haupttrendrichtung ist irgendwie sowas und wir sehen, da überschneidet gar nichts. Also zumindest mal dieses hier und dieses überschneidet nicht. Oder dieses und dieses nicht. Dieses und dieses nicht. Es kann allerdings schon hin und wieder zur Überschneidung von internen Wellen geben. Also hier diese kleine 1, 2, 3, 4, 5, da ist diese 4. Und die übergeordnete 2, die überschneiden hier schon, aber alle gleichen Ausmaßes. Also dieses hier und dieses hier. Oder dieses hier und dieses hier. Oder dieses und diese und so weiter, die überschneiden eben idealerweise gar nicht. Und dementsprechend deuten die auf den stärksten Schub eben hin. Das haben wir gerade genau nicht beim Dow Jones und deshalb bin ich da immer noch in der Überlegung, ich will es nicht nochmal erklären, ich habe es mehrfach gemacht, dass das entweder irgendein Korrektivteil ist, was nicht so typisch ist, korrektiv in Trendrichtung. Für mich ist das eher etwas, was wie ein Ending aussieht, also der Abschluss dieser Aufwärtsbewegung. Und das ist sehr häufig eben das Zeichen, okay, aufwärts geht dem Ende entgegen. Anschließend wird dann nochmal korrigiert. Da können wir uns auch so ein bisschen orientieren an den Fibonaccis. Ich weiß noch nicht, wo das Hoch ist, aber ihr seht, wie die Marken da in etwa wackeln. Ich nehme jetzt mal einfach hier das Hoch an. Nehmt mal an, das Hoch geht ein bisschen höher. Dann liegen die Marken auch noch ein bisschen höher, dann müsst ihr neu messen. Bleibt es bei diesem Hoch, was wir jetzt aktuell haben, dann ist sogar eine Kleinigkeit tiefer. Aber grob können wir sagen, die 38er-Marke als erste so Zielmarke ungefähr 28.760, ganz grob, bitte jetzt nicht auf den genauen Punktwert hier achten. Das ist in etwa auch der Start dieser Ending-Geschichte und das ist ein Klassiker, dass diese fünfte Welle, wenn das diese letzte, diese Ending Diagonal ist, dass die komplett korrigiert wird, ist typisch. Kein Muss, denkt immer daran, es muss nicht immer genauso sein, wie es ideal ist. Es muss nicht der höchsten Wahrscheinlichkeit entsprechen, aber es ist eine Orientierungshilfe, ein Richtwert, dass wir sagen können, ja, mit ungefähr, mach doch mal Pi mal Daumen eine Aussage. Dann wissen wir, ah, okay, in diesem Bereich müssen wir rechnen. Also auf jeden Fall unter 29.000 und es kann auch locker bis 28 gehen und unter Umständen sogar noch tiefer. Also das wäre ebenfalls noch denkbar, aber dann nimmt die Wahrscheinlichkeit dann doch eher ab. Also ideal, sage ich jetzt mal. Und ideal klingt eigenartig. Wieso? Wir waren doch bullisch eigentlich gestimmt. Wieso ist das ideal, wenn er runtergeht? Weil das dann nichts großartig anderes wäre als eine ganz normale Aufwärtsbewegung, die eben dann mal eine Korrektur hat und anschließend dann sich nach oben wieder ja fortsetzt. Ich bleibe durchaus bullisch. Ich will jetzt in diesem Video noch keinen Jahresausblick für 2021 machen. Das werden wir dann zum späteren Zeitpunkt noch machen. Noch eine Woche haben wir ja auf jeden Fall. Aber da können wir dann den Ausblick dann wagen. Aber ich kann jetzt schon sagen, bullisch finde ich grundsätzlich nicht schlecht, was die aktuellen Zeichen angeht. Ja, also das müssen wir immer mit uns vor Augen halten. So, den S&P 500, da
seit Wochen hat sich dann nichts wirklich verändert gegenüber dem Dow Jones. Ist das nahezu identisch, was dieses Bild angeht? Also insofern, auch hier wäre ein Rücksetzer mindestens mal in diese Zone hier relativ realistisch. Zeichnet für euch gerne auch nochmal Fibonacci vom Startpunkt jetzt dieser letzten Bewegung bis da oben an, ungefähr da, wo das Hoch dann auch immer sein mag. Und dann kommen wir hier ungefähr in den Bereich 3.500, kann ein bisschen höher sein. Kann auch zur Not noch bis 3,4 gehen, das wären alles normale Bilder. Vorsichtig. Heißt das, dass der Kurs gar nicht mehr darunter fallen kann? Natürlich kann er das. Wäre ja noch schöner. Morgen passiert ein ganz großes Unglück, die Welt bricht über uns zusammen, natürlich kann das fallen, aber damit wäre das immer weniger wahrscheinlich. Also wenn er da wirklich jetzt tiefer da noch geht, wird es immer weniger wahrscheinlich, dass wir jetzt sofort schon im deutlich bullischen Bild sind. Und damit wären Szenarien, die auf jeden Fall hier dann landen, irgendwo dann dieses Ding hier konsolidieren, wieder deutlich realistischer. Und dann ist die 3000er-Marke ganz schnell wieder auf dem Plan und eben auch deutlich drunter. Deshalb ist es durchaus relevant, sich solche Szenarien da eben anzugucken. Nicht, weil wir in der Zukunft gucken können. Also gucken können wir können nur nichts erkennen. Nein, Spaß beiseite. Also wir können natürlich keine Voraussage machen, was als nächstes passiert. Das Tolle ist aber, als Händler können wir daraus ablesen, wie wir reagieren sollen. Ganz wichtige Erkenntnis. Wir sind nicht Zukunftsseher, wir haben keine hellseherischen Fähigkeiten, überhaupt nicht. Das kann auch der Chart nicht und ein Händler kann das nicht und er muss es auch nicht kennen. Der Händler muss nur wissen, wie er mit diesen Zusammenhängen eben umgeht. Was er eben tut, wenn eine bestimmte Marke eben erreicht wird. So, im Kleinen kann man sagen, wer diesen Rücksetzer hier nicht haben will, muss natürlich vorher gegebenenfalls stoppen und könnte beispielsweise auf die letzten Zwischentiefs hier seinen Stop hinterherziehen oder er verwendet hier irgendeine andere Mechanik, zum Beispiel irgendeinen Supertrend oder sowas in der Richtung, um dann entsprechend sich zu positionieren. Man ist hier übrigens noch nicht ausgestoppt worden, wenn man den Supertrend im 4-Stunden-Chart. Ich will jetzt für den nicht einseitig Werbung machen. Nicht ein Indikator ist immer der beste, aber wer den genommen hat, der wäre hier noch nicht ausgestoppt, denn dieser grüne Punkt ist erst mit dem Schlusskurs am Wochenende entstanden. Da war der Kurs aber hier oben. Ja, der Stopp war natürlich an dem vorderen und den hat er allerdings am vorherigen Tag hier, also am Freitag dann gerissen. Also insofern, ja, an der Stelle ist man dann ausgestoppt, weil die sich hier nicht mehr verändert haben. Also nicht der Punkt auf der Kerze ist das Entscheidende, sondern der eine vorangegangene, denn es ist immer an eine Zeitperiode natürlich hinterherhinkt. So, also insofern, wer sich nach dieser Methode hier daran gehalten hat, der wäre jetzt schon auf Flat und hätte gesagt, okay, ich nehme da mal mit. Aber das Thema Stop, wie eng soll man ihn setzen, wie weit, dazu habe ich hier neulich erst einen Vortrag gehalten. Das werde ich auch wieder in einem Video hier irgendwann nochmal bringen. Also habt etwas Geduld, falls ihr die Vorträge da von mir nicht gehört habt oder gesehen habt, dann empfehle ich euch hier einfach regelmäßig reinzugucken. Dann werde ich das natürlich sehr, sehr gerne hier auch immer wieder dann nochmal anbringen. Guckt auch euch mal ein bisschen um hier auf meinem YouTube-Channel. Da gibt es einige Links zu Gastbeiträgen, die ich euch auch durchaus empfehlen kann. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, das mögt ihr. Wenn wir gerade dran sind und ihr bis jetzt noch immer mit dabei seid, lasst gerne ein Like da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ihr wisst, wie das immer ist. Das ist immer die kleine Währung eines YouTubers. Dann freut er sich und sagt, da, dann kann ich ja noch mal was mehr machen, wenn das ganz gut ankommt. Also über ein Like würde ich mich freuen und natürlich über ein Abo, damit ihr natürlich keine Beiträge mehr verpasst. Dann auch die Glocke klicken. Dann kriegt ihr eine kurze Info. Vorsicht, da ist ein neuer Beitrag und dann könnt ihr den dann möglichst zeitnah euch angucken. Möglichst zeitnah sollten wir auf jeden Fall den Nasdaq uns ebenfalls nochmal angucken, denn der ist in mehrerer Hinsicht recht spannend. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal anschauen, bevor wir zum Schlusspunkt hier dieses Videos kommen. Auch hier die deutliche Aufwärtsbewegung, auch hier dieser Anstieg. Allerdings, wenn man sich das mal anguckt, so diese größeren Rücksetzer, die wir jetzt hier mal haben, diese deutlicheren, die sind immerhin beim Nasdaq noch einigermaßen getrennt sogar. Ich hätte es auch waagrecht zeichnen können, aber ich denke, ihr kriegt das so halbwegs selber hin, wenn man das hier mal so vergleicht. Dann sieht man, dass diese großen Bewegungen hier zumindest nochmal überlappungsfrei. Das ist eigentlich schon fast ein sehr bullisches Zeichen, wieder ihr erinnert euch, dass der Markt dann diese Korrekturen ohne Überschneidung oder dieses hier und diese hier ohne Überschneidung hinbekommt. Also ein eher positives Zeichen. Wer nicht ganz sicher ist, je mehr Überschneidungen es gibt, desto eher spricht das dafür kein Bock mehr. Ja, also das ist ein
ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier fehlt das mit dieser Überschneidung und das ist eher ein positives Zeichen, was wir jetzt hier haben. Wenn wir uns das hier hinten mal das hintere Ende angucken, da kommen wir jetzt sicherlich schon in den Nahkampfbereich, aber sieht das so ein wenig aus, als ob wir ebenfalls, so ähnlich wie ich es beim DAX hatte, jetzt ja ebenfalls nochmal auf der bullischen Seite unterwegs sind. Aber erinnert euch daran, wir sind ja gerne in diesem fünfwelligen Verhaltensmuster. Und nach fünf kommt erstmal eine Korrektur. Wir sehen das hier im Kleinen, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt eine Korrektur. Ob das dann nur so eine kleine Korrektur ist oder ob nach diesem 1, 2, 3, 4, 5 eine große Korrektur kommt, die dann quasi 1, 2, 3, 4, 5 und eine große Korrektur, das müssen wir dann eben im großen Bild nochmal angucken. Und da haben wir ja immer noch nicht so richtig die Klarheit, ob wir nicht hier insgesamt jetzt irgendwann nochmal diesen Rücksetzer tatsächlich bekommen. Die Arbeitsweise für uns als Händler ist aber mehr oder weniger die gleiche, denn egal welches dieser Szenarien es wird, wir müssen zumindest mal mit einem Rücksetzer rechnen, einen kleinen, wenn wir Pech oder Glück haben, je nachdem wie man es auffasst, sogar noch einen großen. Was muss ich also jetzt wieder als Händler tun? Ich gucke mir dieses Ende relativ genau an. Sobald wir dort eine scharfe Abwärtsbewegung bekommen, ich male das mal hier im Kleinen hin, eine scharfe Abwärtsbewegung, gefolgt von einer wackeligen Aufwärtsbewegung, habe ich eine Idee, dass das, was wir vorne bekommen haben, mindestens nochmal passiert oder sogar, dass wir, so ähnlich wie wir das eben besprochen haben, sogar noch was Umfangreicheres hier eben bekommen, zum Beispiel einen Fünffäller hier nach unten, den ich hier ebenfalls noch für absolut realistisch halte und der uns Richtung 10.000 nochmal bringen könnte. Stichwort wäre dazu immer noch die ABC, die ABC. Und jetzt hier diesen Impuls nach unten. Da ich nicht weiß, ob ich nur dieses oder jenes bekomme, zwei Möglichkeiten. Für die Long-Seite, wie eben schon besprochen, den Trigger abwarten. Ja, der würde nämlich nicht getriggert, wenn diese Variante kommt, dann fällt der Kurs runter. Wenn die rechte Variante kommt, kann man da dann den nächsten Long-Einstieg dann schon wieder wagen. Umgekehrt, wenn man sich das vorstellt, wie dieses Szenario aussieht, hey, das ist doch das, was wir so gerne immer handeln, nämlich wenn der erste Schub nach unten kommt, der ABC oder wackelig auf dem Weg nach oben sind, dass wir dann mindestens das nochmal bekommen, mit Option auf deutlich länger, aber das können wir dann später erst sehen. Also man kann hier Gewinne mitnehmen oder man lässt es eben laufen hier, je nachdem. Ich nehme ja gerne Gewinne mit und entscheide dann neu, vielleicht auf einer kleineren Ebene, ob man da nochmal rein kann. Oder aber man sagt, nee, ich halte dieses Bild für sehr wahrscheinlich. Ich bin vielleicht, nur ein Beispiel, wenn man bei den Aktien schon extrem long ist, ja, einzelne Titel sich rausgesucht hat oder als CFD, das spielt ja keine Rolle, dann kann man sagen, den Index, den lasse ich im Zweifelsfall laufen, wenn es nämlich doch plumpst, dann gleicht er meine Verluste oder das, was ich wieder abgeben muss am Gewinn, eben wieder aus. Das kann durchaus dann hilfreich sein und den eigenen Handel ein bisschen entspannen, dass man da nicht zu viel Risiko auf einer Seite hat. Also ihr seht, ich lasse noch nicht los von diesem Bild, auch wenn ich im Moment das noch gar nicht sehe, dass der Markt das will. Aber beide Szenarien sind noch möglich. Deshalb behaltet das im Hinterkopf, ob ihr das aussitzen wollt. Im Moment kann man aber ganz klar erkennen, dass der Markt, wenn ihr das seht hier so, häufig einen Dreiweller hier macht. Auch das hier ist ein Dreiweller. Hier witzigerweise hatten wir keinen Dreiweller. Heißt das, dass diese ganze Theorie Quatsch ist? Nee. Das heißt aber, dass ich in dieser Situation einfach nichts machen kann. Da weiß ich nicht, was passiert. Aber wenn ich einen Dreiweller kriege, eine A, B, C, dann habe ich eine Idee in Trendrichtung gegebenenfalls nochmal fortsetzen. Sprich, kriegen wir hier wieder eine A, B, C, 15-Minuten-Chart, zack, in Trendrichtung nochmal fortsetzen. Ihr seht also, es ist eigentlich immer das Gleiche, ob im großen Bild, im mittleren Bild, im kleinen Bild. Wir hangeln uns von einem bis zum nächsten Muster. Ich weiß, der Wunsch ist immer da. Jetzt sag doch ganz konkret, genau so ist es und das wird sein. So funktioniert Markt nicht. Wer verkauft die Lösung, ich weiß genau, was hier als nächstes passiert, der begibt sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Und das ausgerechnet bei Klimaerwärmung ist das eine doppelt doofe Geschichte. Also insofern, lasst euch da nicht auf irgendwas ein und auf irgendwas festlegen im Sinne von, ach, da bin ich mir ziemlich sicher, genau das passiert. Das sind die typisch teuren Worte eines Händlers. So ähnlich wie das, was wir von den Elektrikerwitzen kennen. So, ist Strom drauf? Nein, ganz sicher nicht. Ja, also letzte Worte eines Elektrikers beispielsweise. Gut, also insofern als Händler wissen wir müssen uns da
ein bisschen vorsichtig verhalten. So, jetzt nochmal ein bisschen was von der fundamentalen Überlegung zur aktuellen Situation. Jahresende ist jetzt da. Es kann sein, dass jetzt einige Marktteilnehmer nicht mehr da sind oder in den nächsten Tagen ihre Positionen noch schließen und dann eben für ein paar Tage off sind und damit eben dieses sogenannte Window Dressing machen. Das heißt, man nimmt dann nochmal vorm Jahresende Gewinne mit, sagt sich, hey cool, das ist eine gute Geschichte gewesen. Einige müssen das machen, damit sie ihre Bonis dann auch tatsächlich dann verifizieren. Ja, denn erst dann, wenn es realisiert ist, kriegt man den Bonus. Also insofern für all diejenigen, die im Boni-System drin sind, ist es natürlich ganz wichtig, dass das dann auch tatsächlich geschlossen wird. Das kann noch mal ein bisschen Druck ausüben auf den Markt und dementsprechend für den einen oder anderen Rücksetzer dann eben da verantwortlich sein. Das sollte man sich vor Augen halten. Das übergeordnete Bild, das werden wir dann nach Weihnachten uns dann noch mal angucken. Dann können wir mal die ersten Prognosen für 2021, wenn ihr ehrlich seid und wenn ihr häufig schon mit dabei seid, habt ihr schon in etwa eine Idee, womit ich rechne, aber das werde ich dann noch mal in einem extra Beitrag dann entsprechend bringen. Außerdem will ich einen extra Beitrag noch mal zu den Edelmetallen machen. Das beobachtet das auch ganz gerne. Und wer noch mehr beobachten möchte und auch noch auf kürzeren Zeitebenen, der ist eingeladen, bei Born for Trading mitzumachen, ein Link hier unten runter. Dann könnt ihr gegebenenfalls auch Informationen dann auf dem Smartphone sehen oder eben sogar bis live dabei sein, wenn ich nachmittags hier auf die Märkte gucke und dann im kurzfristigen Chart dann zu Entscheidungen komme. Das ist eine Zeitebene, die ich hier im YouTube-Video natürlich nicht sinnvoll dann umsetzen kann. So, in diesem Sinne wünsche ich euch für heute jetzt erstmal alles Gute. Wir werden uns vielleicht im Laufe der Woche nochmal auf der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Falls nicht, wünsche ich euch ein wunderschönes, ein frohes Weihnachtsfest, auch wenn die Welt ein bisschen anders aussieht. Genießt die Zeit alleine oder mit den Allerliebsten in eurem Umfeld. Passt auf euch auf und die euch teuer und wertvoll sind. Und genießt die Zeit ein bisschen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.